Wenn man die Geldpolitik der US-Notenbank Fed in den letzten 2 Jahren auf den Punkt bringen will, dann kann man sagen, erst hat sie versucht, die Wirtschaft aus der Rezession zu bringen und die Inflation nach oben zu kriegen. Jetzt versucht sie, die Inflation wieder nach unten zu kriegen und stürzt dabei die Wirtschaft in die Rezession. Es ist eine ewige Abfolge von Boom und Bust durch eine letztendlich erratische Geldpolitik. Und nichts heilt höhere Preise besser als höhere Preise. Denn irgendwann ist es so, dass die Inflation zu Konsumzurückhaltung führt. Diese Konsumzurückhaltung bringt die Wirtschaft in die Rezession. In der Rezession sinkt die Nachfrage weiter, sodass dann auch wieder die Preise sinken. Deswegen wird die Fed wahrscheinlich zwar sehr hawkisch daherkommen in den nächsten Monaten, aber dann sehen, dass die Wirtschaft viel schneller in die Rezession sinkt, als jetzt viele das vorhersagen. Und dann wird man die Zinsen deutlich weniger anheben, als die Märkte das derzeit einpreisen. Und dann dürften auch die Aktienmärkte, die derzeit noch in einem intakten Bärenmarkt sind, wieder eine Rallye absolvieren. Schauen wir uns das Geschehen mal an, meine Damen und Herren, warum die Revolution, nicht nur die Revolution ihre Kinder frisst, sondern auch die Inflation. Zunächst mal sehen wir, dass die Fed im August 2020 gesagt hat, also ja, wir wollen alles tun, um die Inflation jetzt weiter nach oben zu bringen. Wir tolerieren ein Überschießen des 2%-Ziels bei der Inflation. Jetzt haben wir dann im März gesehen, etwa 8,5% Inflation, höchster Wert seit 1981. Und jetzt eine Schlagzeile von gestern, Fed to fight inflation with fastest rate hikes in decades. Ein solcher Schritt von 0,5 Basispunkten an Zinsanhebung, der heute erwartet ist, das passiert ja auch nicht alle Tage, sondern sehr, sehr selten. Sven Hendrik bringt das auf den Punkt. Zunächst mal hat die Fed also 5 Billionen Assets gekauft, um die Inflation nach oben zu bringen und eben die Wirtschaft aus der Rezession zu bringen. Jetzt versucht man, die Inflation loszuwerden und bringt die Wirtschaft wieder in die Rezession. Es ist ein ewiger Kreislauf und man müsste da die Frage stellen, ob eine Notenbank wirklich so sinnvoll ist, wenn sie letztendlich zu solchen Ergebnissen führt. Meine Antwort ist nein. Und interessant ist, das hat jetzt der ehemalige Fed-Vize-Chair Quarles gesagt, da ist Zeit verloren gegangen bei der Renominierung von Jerome Powell. Die war ja im November, Ende November. Und plötzlich war aus dem Saulus ein Paulus geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Vorher hatte Jerome Powell immer gesagt, Inflation transitory, transitory, transitory. Vielleicht hat er da in dieser alten Logik gedacht, à la Trump, ich muss nur die Inflation negieren, dann werde ich wieder Fed-Chef, weil wir wollen doch alle, dass die Aktienmärkte schön oben bleiben und das ganze Spiel so ewig weitergehen kann. Aber dann kam eben Biden und hat gesagt, nee, das will ich ja eigentlich nicht, wir müssen die Inflation nach unten kriegen, sonst habe ich keine Chance bei den Wahlen, weil die Amerikaner wenig Sparvolumen haben, 2/3 fast der Amerikaner leben von Paycheck zu Paycheck, von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Jetzt sagt er also, Quarles, da ist Zeit verloren gegangen und da wären wir jetzt in einer viel besseren Position. Plötzlich nämlich steuerte Powell im November um und hat gesagt, Inflation ist oberste Priorität für uns, die Bekämpfung derselben, koste es, was es wolle. Und hätte man früher damit angefangen, und das ist ja das große Problem, nicht nur der Fed, sondern andere Notenbanken, hätte man früher angefangen, dagegen vorzugehen, gegen diese letztendlich selbstverschuldeten hohen Preise, natürlich Lieferengpässe, Materialmangel, Corona etc., dafür können Notenbanken nichts, aber sie schaffen die Voraussetzung mit einer massiven Ausweitung der Geldmenge, dass diese Inflation dann auch wirklich kommen kann und so krass ist, wie es derzeit ist. Gestern hatte ich ja ein Video gemacht vor der Fed, bullische Setup in einem Bärenmarkt, meine Bullishness schon geradezu als Rinderwahn beschrieben. Das ist wie gesagt höchstens eine taktische Position. Übergeordnet sind wir jetzt zunächst noch in einem Bärenmarkt, bis die Fed so lange agiert, bis sie etwas kaputt macht und dann umsteuert. Dieser Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen. Erst wenn dieser Zeitpunkt kommt, dann wird es sozusagen für die Bullen wieder deutlich besser und auch mittelfristig besser. Jetzt ist es so, dass die Fed ja kaum die Märkte hawkisch nochmal überraschen kann. Alle sind extrem hawkisch eingestellt, auch die Analysten inzwischen. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch hawkisch wäre, wäre ein 75 Basispunkte Ankündigung bei der nächsten Sitzung. Diese Sitzung ist praktisch ausgeschlossen, dass die Fed 75 Basispunkte die Zinsen anhebt. Das hat Powell direkt gesagt, ja, 50%, also 0,5% liegen auf dem Tisch. Jetzt kann er nicht plötzlich hergehen und 0,75% machen. JP Morgan sagt dennoch, naja, da sehen wir eine 20% Chance, dass das passiert. Das denke ich nicht. Die Chance tendiert gegen Null.
wichtig ist. Was wird Paul eben sagen in Sachen nächster Sitzung? Wird er da Andeutungen machen? Ja, könnte auch 075 sein. Ich glaube, das wird er sich offen halten, wird nichts wirklich dazu sagen. Jedenfalls eines ist klar, dass die Fed als nächstes hawkisches Risiko ins Spiel bringen könnte. Ja, wir werden die Bilanzsumme noch weiter reduzieren, noch schneller reduzieren, aber auch das ist aus meiner Sicht unwahrscheinlich. Die Fed dürfte ja Folgendes heute beschließen, deswegen gucken Sie mein Video, damit Sie schon wissen, was heute Abend beschlossen wird, meine Damen und Herren. Charlie Bilello bringt das schon mal als Schlagzeile auf den Punkt. Die Fed hebt die Zinsen um 0,5 Basispunkte an, auf jetzt 0,75 bis 1,0 und kündigt die Bilanzreduzierung an von 95 Milliarden Dollar pro Monat. Und das alleine ist ja schon mal ein ziemlich heftiges Stück. Dennoch, die Märkte erwarten 10 Zinsanhebungen in 2022 noch, erwarten also, dass die Fed dann praktisch nochmal die Zinsen um 2,5% jetzt zusätzlich anheben wird. Im Restjahr. Und das ist vielleicht ein bisschen viel, denn es könnte sein, dass die Wirtschaft vorher schon abschmiert und dann die Fed gezwungen ist, umzusteuern. Hier sehen wir mal die globalen Einkaufsmanager-Indizes. Die sind jetzt wieder in Schrumpfung. Also wenn man die wichtigsten Volkswirtschaften zusammenzählt, vor allem China belastet ja durch den Lockdown. Wir sind also jetzt bereits in einem Schrumpfungsprozess. Das erste Mal seit dem Jahr 2020. Die Wirtschaft geht runter, natürlich wegen Lockdowns, wegen Corona, aber natürlich auch wegen dem Ukraine-Krieg. Auch Goldman Sachs hat jetzt hier für das GDP-Proxy, also praktisch die Voraussicht, die Vorausschau für das BIP in den USA, hier so schwache Werte wie seit einem Jahr nicht mehr. Und das dürfte sich noch beschleunigen. Wir sind bereits in einem Prozess, wo der Hochpunkt überschritten ist und der Abwärtsmove der Wirtschaft dürfte schneller gehen durch eben all diese Ereignisse, geopolitisch, Liefermangel etc., als viele das glauben. Und wir haben, das ist einer der entscheidenden Punkte, das, was an Lieferkettenproblemen, an Materialmangel der Fall ist, das wird als große Tsunamiwelle erst noch kommen. Wahrscheinlich im Sommer stehen wir dann vor teilweise leeren Regalen, weil dann erst die Auswirkungen des Lockdowns in China, der jetzt ja Shanghai und andere Städte in China erfasst hat, wirklich konkret und sichtbar wird. Dann wird auch noch eben diese Ukraine-Thematik mit hinzukommen. Also das wird bedeuten, wenn diese Dinge nach wie vor sich verschlimmern werden, und das ist sehr wahrscheinlich aufgrund des Lockdowns in China, und dann gibt es kaum Chancen, dass die Inflation wirklich nachhaltig nach unten geht in den nächsten Monaten. Das heißt, die Fed muss weiter dann auf der hawkischen Seite bleiben, sieht dann aber, dass diese hohen Preise wiederum die Nachfrage dämpfen, die Wirtschaft in die Rezession bringt, und dann wird wahrscheinlich ein Umdenkprozess stattfinden. Insgesamt ist es aber so, dass Demografie wie auch Deglobalisierung dazu führen, dass wir eine strukturell hohe Inflation haben, wahrscheinlich mindestens in diesem Jahrzehnt, vielleicht sogar noch im nächsten Jahrzehnt. Das werden also Faktoren sein, die nicht so schnell vorbeigehen, und die Notenbanken sind dann in der Frage, naja, die Inflation, die kriegen wir ja sowieso nicht mehr in den Griff, also müssen wir sie ein Stück weit laufen lassen, sonst würgen wir die Wirtschaft sonst komplett ab. Aber wie gesagt, dieser Prozess, der ist noch vor uns. Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart zurückkommen, dann versetzen wir uns mal in die Lage der Fed. Die hat zwei Hauptaufträge. Erstens Preisstabilität, zweitens maximale Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Und was sehen wir hier? Wir hatten gestern ja die JOLTS Openings. Also die Job Openings, 11,55 Millionen offene Stellen, und das sind 5,5 Millionen mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose. Also der Arbeitsmarkt ist hot. Diese eine Kategorie, auf die die Fed besonders achtet, ist red spicy hot, könnte man sagen. Und genau das hat Jerome Powell vor wenigen Tagen auch gesagt. Das heißt, diese eine Komponente, die ist so stark, dass Jerome Powell nicht fürchten muss, mit Zinsanhebungen schnell den Arbeitsmarkt sozusagen zu crashen, zumal der Arbeitsmarkt ja ein nachlaufender Indikator ist. Also kurzfristig dürfte es hawkisch bleiben hier bei der Fed, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Dementsprechend gehen die Rate Hike Expectations nach wie vor nach oben, also die Zinsanhebungserwartungen, während die Zinssenkungserwartungen gleich bleiben. Also die Erwartung, dass die Fed dann, weil die Wirtschaft in die Rezession fällt, dann auch wieder die Zinsen senken müssen. Jedenfalls sehen wir, wenn wir jetzt mal das Ganze auf die Märkte runterbrechen,
dass die 10-jährige Anleiherendite in den USA, die ja gestern die 3%-Marke übersprungen hat, jetzt so deutlich über dem Dividenden, über den Dividend Yield, über der Rendite, Dividendenrendite beim S&P 500 respektive den S&P 500 Aktien liegt. Das ist doch so stark wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Also man könnte sagen, Anleihen sind im Vergleich zu Aktien so attraktiv wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Zumindest wenn man jetzt mal nach Dividendenrendite respektive nur nach der Rendite guckt. Das ist ein interessanter Punkt und dementsprechend ist vielleicht dieses Motto Tina, there is no alternative, durchaus zu hinterfragen. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Anleihenmarkt an. Wir sind jetzt doppelt so weit vom 200-Tages-Durchschnitt entfernt, als der Anleihenmarkt jemals gewesen ist. Wir haben einen massiven und schnellen Anstieg der Renditen gesehen. Das ist sehr überspannt, das ist schon sehr, sehr überdehnt, könnte man sagen. Und Andreas Deno Larsen bringt es vielleicht auf den Punkt, die Fed wird, das ist die Mainstream-Meinung derzeit, wird die Zinsen mehr anheben müssen, weil sie hinter der Kurve ist. Er sagt, ich bin der Meinung, und die ist nicht sehr populär, die Fed wird die Zinsen weniger anheben, weil eben die Inflation die Nachfrage selbst zerstört. Nichts heilt hohe Preise besser als hohe Preise. Das hatte ich am Anfang gesagt und das dürfte hier auch wieder zutreffen. Aber die Frage ist eben das Timing. Und kurzfristig kommen wir jetzt in eine Fed-Sitzung, wo verschiedene Parameter darauf hindeuten, dass wir demnächst eine Erleichterungsrallye sehen werden. Möglicherweise kommen wir mit der Fed-Sitzung nochmal nach unten, sehen aber dann diesen Bounce nach oben. Wie gesagt, da gibt es sehr viele Parameter, positive Divergenzen im RSI, super bärische Stimmung und. Ich hatte das in den letzten Tagen ein Stück weit ausgeführt. Ein Punkt ist hier noch die sehr hohen Cash-Bestände der großen Player am Markt. Die sind so hoch wie seit April 2020 nicht mehr. Kommen wir jetzt nochmal nach Europa. Historischer Markteingriff, Spanien und Portugal halbieren die Erdgaspreise und zwar erhalten die von der EU eine Ausnahmegenehmigung, weil beide Länder ein hohes Maß an Energieerzeugung aufweisen, aber unter einem sehr niedrigen Niveau an Energieverbundnetzen mit dem Rest der EU leiden. Also die dürfen praktisch die Preise halbieren, weil sie haben heute praktisch viel Erzeugung erneuerbarer Energien und sonst haben sie auch Pech gehabt, weil sie nicht am Netz angeschlossen sind. Die anderen dürfen das nicht, das ist schon mal eine interessante Mitteilung. Und dann sehen wir auch, dass etwa hier jetzt Natural Gas, also Erdgas in den USA, massiv gestiegen ist in letzter Zeit, während gleichzeitig die Amerikaner jetzt eben dieses Erdgas als LNG, also als runtergekühltes Flüssiggas nach Europa transportieren und irgendwann wird in den USA da ein Protest losbrechen und sagen, wir exportieren unser Erdgas nach Europa und hier steigen die Preise massiv, lasst uns das Erdgas lieber behalten. Das könnte ein Thema von Trump dann sein, wenn er bald wieder auf die Agenda treten wird. Also das ist ein Punkt, der sicherlich noch sehr spannend wird zwischen Europa und den USA. Und wenn wir in diesem geopolitischen Kontext mal bleiben, dann sehen wir, dass Chinas unabhängige Raffinerien, die also nicht staatlich sind, jetzt zu massiven Discountpreisen russisches Öl einkaufen, während staatliche Raffinerien das nicht tun, weil sie eben sich Sorgen um westliche Sanktionen. Eine andere Meldung noch, BMW und Audi hören jetzt auf, sozusagen ihre Autos per Zug zu transportieren in Richtung China, weil sie da teilweise durch Russland müssen und das ist ihnen zu riskant und weil Versicherungen teilweise dafür nicht mehr bezahlen, auch ein interessanter Punkt. Und jetzt relativ frisch, die EU-Kommission schlägt ein Ölembargo gegen Russland vor. Da ist wiederum ausgenommen die lieben Ungarn, die ja gesagt haben, nee, machen wir nicht. Und die Slowaken waren es, glaube ich. Ja, genau, Slowakei. Diese beiden Länder sind ausgenommen, weil ihr Großteil des Ölbedarfs, den sie haben, eben noch aus Russland bezogen wird. Das ist ein befristet, also ein graduelles Ölembargo. Das wird sozusagen sich hinziehen, bis diese ganze Geschichte kommt. Die von der Leyen hat heute auch dann noch frisch gesagt, dass die Sberbank und andere weitere Banken, Sberbank ist ja die wichtigste Bank eigentlich in Russland, vom SWIFT-System ausgeschlossen werden.
Also diese ganze Energiethematik, gerade jetzt auch in Relation mit den gestiegenen Preisen, auch in den USA für Natural Gas, wird natürlich hochinteressant. Ölembargo und. Dann am 9. Mai diese Geschichte in Moskau, die Siegesparade, wird da eine Generalmobilmachung verkündet. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Zurück nochmal zur EZB. Hier hat Frau Schnabel gesagt, ja, also wir müssen unbedingt jetzt etwas tun, damit die Inflationserwartungen nicht durch die Decke schießen. Aber gleichzeitig werden wir eine akkommodierende, also eine laxe Geldpolitik beibehalten. Und da ist dem Sven Henrik aufgefallen, also die hohe Inflation verhindern und vor allem das weitere Steigen der Inflationserwartungen verhindern, indem man aber weiter eine sehr laxe Geldpolitik macht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist der guten Isabella Schnabelina vielleicht nicht aufgefallen. Und hier sehen wir übrigens auch in Deutschland diese Lohnpreisspirale, die in den USA ja schon komplett der Fall ist. So viele Menschen wie noch nie in den USA haben im letzten Monat ihren Job gekündigt, weil sie sagen, ich kriege woanders einen besser bezahlten Job. Und hier sehen wir, dass diese Lohnpreisspirale jetzt auch in Deutschland beginnt. Wir hatten die IG Metall, die gesagt hat, wir fordern 8,2% mehr Lohn für Stahlarbeiter. Das ist also jetzt der Prozess, den Heiner Flassbeck unbedingt nicht wahrhaben will, dass der natürlich kommt, diese Lohnpreisspirale. Darüber werde ich reden am Donnerstag in Boom und Bust, 19 Uhr. Inflation, ist die EZB noch zu retten? Mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der EZB. Unbedingt anschauen, meine Damen und Herren, ich werde da noch eine Ankündigung dann separat machen. Und zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehle. Warren Buffett geht all in, Berkshire Hathaway mit größtem Zukauf seit einem Jahrzehnt. Also der ist bullish, oder was kauft denn der Mann? Wenn Sie das wissen wollen, dann werde ich Ihnen diesen Artikel unter dem Video verlinken. Und Gold ist zuletzt ja gefallen, könnte aber bald einen Boden finden, wie es aussieht. Ja, aufgrund der steigenden Renditen, das belastet Gold. Diesen Zusammenhang zeigt dieser Artikel. Wie geht's weiter? Also diese beiden Artikel unter dem Video. Und dann sehen wir uns nochmal kurz vor der FED-Entscheidung im Marktgeflüster. Wir bringen natürlich dann 20 Uhr das FED-Statement und 20:30 Uhr werde ich die Pressekonferenz von Jerome Powell schriftlich hier live kommentieren. Bis dahin sage ich erst einmal Servus und Ciao.